Vor ein paar Tagen wurde im Internet die Nachricht verbreitet, dass wohl zurzeit eines der exklusivsten Flugzeuge der Welt zum Verkauf steht. Es handelt sich dabei um eine Boeing 747-8 Intercontinental, ein sogenannter Boeing Business Jet, also ein VIP-Flugzeug. Und wem dieses Flugzeug gehört und wer das jetzt scheinbar geschenkt bekommen hat, das klären wir heute mal. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und es handelt sich dabei natürlich um eine wirklich besondere 747. Und es ist auch ziemlich besonders, dass dieses Flugzeug überhaupt zum Verkauf steht. Allein das wäre eine Nachricht wert. Es ist eine 747-8 Intercontinental, also die Boeing 747 in ihrer aktuellsten Variante als Passagierversion. So wie sie zum Beispiel auch bei der Lufthansa unterwegs ist. Mit einem klitzekleinen Unterschied, denn in diese Boeing 747 hier mit der Registrierung Victor Quebec Bravo Sierra Kilo, über die Registrierung sprechen wir gleich nochmal, passen nur 76 Passagiere und 18 Crewmitglieder. Das ist natürlich ein bisschen weniger als das, was bei der Lufthansa reingeht, aber das hat natürlich auch einen Grund, denn in dieser VIP Boeing 747 gibt es Konferenzräume, Büros, Schlafzimmer, es gibt eine Krankenstation, alles ist ausgestattet mit edelsten Möbeln und wahrscheinlich ist in diesem Flugzeug alles drin, was man sich überhaupt in einem Flugzeug vorstellen kann. Es handelt sich bei dieser Boeing 747 nämlich um einen Flieger der Qatar Amiri Flight. Ein Flugzeug, welches für die katarische Regierung eingesetzt wird. Wenn jemand mit diesem Flugzeug unterwegs ist, dann sind das eigentlich nur die Leute, die wirklich ganz oben an der Spitze des Landes Katar stehen. Aber es gibt bei dieser 747 auch eine kleine Besonderheit, und zwar wird diese nicht direkt von Qatar Amiri Flight betrieben, sondern von einer Tochtergesellschaft, die auf Bermuda beheimatet ist. Und deswegen kam es bei diesem Flugzeug auch zu dieser Registrierung hier. Das Unternehmen dort heißt Worldwide Aircraft Holdings und hat nach dieser 747 hier, nachdem die jetzt weg ist, gar keine Flugzeuge mehr in der Flotte. Aber ist ja wie gesagt auch nur eine Tochtergesellschaft von Qatar Amiri Flight. Qatar Amiri Flight selbst hat nochmal drei weitere Boeing 747-8 in einer VIP-Version. Diese Maschinen sieht man tatsächlich auch häufiger mal in Hamburg, denn dort wurden diese Flugzeuge, nachdem sie in Seattle brandneu gebaut wurden bei Boeing und dort ausgeliefert wurden, sie wurden direkt nach Hamburg gebracht und wurden dort ausgestattet und kommen auch jetzt immer mal wieder für gewisse Wartungen zum Lufthansa-Technik-Standort nach Hamburg zurück. Denn der Lufthansa-Technik-Standort in Hamburg ist einer der namhaftesten Standorte, wenn man sein privates Flugzeug ganz besonders exklusiv ausstatten lassen möchte. Für die katarische Regierung war dieses spezielle, jetzt zum Verkauf stehende Flugzeug allerdings nicht sonderlich häufig unterwegs. Auf der Online-Plattform FBuyer wurde dieses Flugzeug quasi eingestellt mit 436 Flugstunden, was echt wirklich sehr, sehr wenig ist, gesammelt in knapp 200 Flugzyklen. Ein Flugzyklus bedeutet immer von Start bis zur Landung. Das ist wirklich nicht sonderlich viel in knapp über 5 Jahren. Aber vielleicht ist das ja auch einfach ein Jumbo zu viel, denn immerhin hat Qatar Amiri Flight 14 Flugzeuge in der Flotte. 3 Airbus A319, 3 Airbus A320, 2 A330, 3 A340 und halt eben die eben erwähnten 3 Boeing 747-8. So. Das ist eine ziemlich beachtliche Flotte für ein so kleines Land und da ist Donald Trump bestimmt ein bisschen neidisch. Vielleicht auch noch ganz interessant, der Vorgänger dieser Boeing 747, der Qatar Amiri Flight, war auch eine Boeing 747, allerdings in der gestauchten Variante 747SP. Ein Flugzeug, was man wirklich nicht häufig sieht. Und auch diese Maschine kam immer mal wieder in Hamburg vorbei, weil sie dort gewartet und ausgestattet wurde. Und zu dem Flugzeug gehört auch eine ziemlich interessante Geschichte. Erstflug war im Jahre 1979, also schon eine ganze Weile her. Und danach war das Flugzeug erst bei Pan Am im Einsatz, kam dann zur United Airlines und ging dann 1995 in den Besitz der Worldwide Aircraft Holdings über, wo sie dann halt eben für Qatar Amiri Flight eingesetzt wurde. Das Flugzeug war dann bis zum Jahre 2016 für die ganz wichtigen Leute des Landes Katar im Einsatz und sollte dann verkauft werden. Aber das hat scheinbar nicht ganz gut geklappt. Auf jeden Fall stand das Flugzeug, das knapp 40 Jahre alte Flugzeug, bis zuletzt noch auf einem kanadischen Flughafen geparkt. Aber die deutlich jüngere Boeing 747-8 soll jetzt ja auch weg. Und gestern konnte man dann etwas wirklich sehr Interessantes beobachten, und zwar wurde die Maschine nach Istanbul überführt. Also sie wurde in die Türkei gebracht. Und das auf einer Flugroute, die eindeutig ein bisschen länger gedauert hat als das, was man eigentlich fliegt, wenn man von Basel, wo die besondere 747 bis zuletzt geparkt war, wenn man von Basel in die Türkei fliegen möchte. Ja, und was macht das Flugzeug jetzt da? Darauf hat scheinbar ein türkischer Fernsehsender eine Antwort. Demnach heißt es, dass der Emir von Katar, das ist zum jetzigen Zeitpunkt
Tamim bin Halmat Al-Thami. Ganz nebenbei verheiratet mit 3 Frauen, aber auf diesem Kanal darf man über sowas ja nicht urteilen, weil es hier um Flugzeuge geht, also Auf jeden Fall möchte der seine Verbundenheit und seine Hochachtung gegenüber dem aktuellen Präsidenten der türkischen Republik, also Herrn Erdogan, ausdrücken und schenkt ihm dafür das passende Regierungsflugzeug. Toll, oder? Jo, muss man das Flugzeug nur noch ein bisschen umpinseln und dann kann man sich schon darüber freuen, dass man noch vor Donald Trump eine Boeing 747-8 als Regierungsflugzeug in der Flotte hat. Ob das den nächsten Twitter-Beef gibt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre es wohl nicht das erste Mal, dass Qatar Amiri Flight, eines ihrer gebrauchten Regierungsflugzeuge, an eine andere Regierung quasi weitergibt. Marokko hat zum Beispiel mal eine Boeing 737 von denen bekommen oder der Jemen hat auch schon eine 747SP bekommen. Na sowas. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen zu dieser etwas speziellen Boeing 747 dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Bitte achtet wie immer darauf, politisch korrekt zu bleiben. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.